Hallo und willkommen zurück zu Phoenix Point, One Edition, und wir werden jetzt hier wieder einmal eine Ruine ausheben. Es sollte die vorletzte sein, ich glaube die und dann die möglicherweise noch, aber jetzt nicht in den nächsten Folgen, sondern irgendwann mal als nächstes, danach würde das hier anstehen. Aber ja, jetzt werden wir erst nochmal hier diese Ruine machen. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Ausgerüstet habe ich die Leute schon. Wir gehen nochmal drüber und ich muss hier auch, glaube ich, noch ein paar Skills verteilen. Das war jetzt die Stealth-Gruppe wieder. Da können wir beispielsweise, der Biochemiker, eigentlich für den ist es jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll, aber machen wir trotzdem. Und dann das war Trappe aufstellen. Der hat ja schon dieses, aber der hat keine Punkte mehr über. Der könnte noch verschwinden. Nee, das habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Aber gut, machen wir auch mal. Bei ihm, er könnte das theoretisch auch noch lernen. Der hat jetzt auch schon seine zweite Klasse. Aber nur 20. Das finde ich jetzt, wäre unnötig, das zu nehmen. Der könnte diese Sniper-Kombination später machen. Der ist im Moment überlastet. Wegen diesem ganzen Schrott, weil ich ihm auch noch eine Granate gegeben habe. Deshalb gebe ich dem noch eins Stärke. Ja, da haben wir wieder einen Techniker. Und da warte ich jetzt auch erstmal. Wobei, der könnte das hier noch brauchen. Ja, deaktivierte Körperteile wiederherstellen. Und ich glaube, damit haben wir auch alles. Ja, ja, ja. Wir haben halt alle Granaten jetzt wieder, um hier mit den Gegnern gut klarzukommen. Die haben auch beim letzten Mal ganz gut was gebracht. Obwohl die ihre Schilde da gar nicht aufgestellt hatten. Aber, naja. Schauen wir mal. Am besten greifst du Wächter mit mehreren Soldaten zugleich an, um sie in einem Zug zu töten, da sie ihre Fähigkeit im folgenden gegnerischen Zug aktivieren. Tja. Dann schauen wir mal. Okay, wir sehen noch niemanden. Wir haben ja wieder diese Geysiro. Wir sehen doch jemanden. Cyclops. Okay. Ah, das ist keine besonders tolle Ausgangssituation hier. Ich könnte erstmal da hochlaufen, das clearen und dann hier runter und den von oben aus angreifen. Naja, machen wir das mal so. Ja. Das heißt, ich werde jetzt auch in vielen kleineren Schritten versuchen, da hochzulaufen. Den sollte ich eigentlich nicht aktivieren, dafür bin ich zu weit weg. Ich kann mir nochmal genau merken. Okay. Also unter der Brücke, vor dem, zwischen Brücke und diesem Pylon. Jetzt einmal klunk gemacht. Watch out, I'm moving in. Da hat's auch klunk gemacht. Okay. Ja, passiert nichts. Außer Platsch. Ja. Ihr getarnt sein nutzt halt hier auch nichts, wenn die Gegner einfach durch Proximity aktiviert werden. Was ist denn das überhaupt für ein Symbol gewesen hier? Schaden, der bei Tarnung zugeführt wird, um 50% gesteigert. Oh, ja, okay. Das haben wir auch so langsam. I'm ready. I'm going in.
Und dazwischen. Weiter. Aha! Erwischt! Der schläft noch. Ja. Okay, der steht aber auf und ist dann auch gut zu treffen. Die Frage wäre halt noch, wer denn da noch rumhängt. Ich probiere das mal. Und kaputt. Moving out. So. Moving. Aber das wird ja nicht nur einer gewesen sein. Der ist immer noch super weit weg. Also er weiß, wer da oben noch rumlungert. Naja, ich kann den nicht alle in Deckung bringen, aber ich muss halt weiter nach vorne kommen. Also mach mal lieber alle mal nach vorne und overwatchen, um etwaige Gegner beim Auftauchen sofort eliminieren zu können. Mhm. Und dahin. So. Jawohl. Na okay. War vielleicht doch nur einer. Ah. Okay, dann gehen wir. Ja, noch weiter will ich eigentlich nicht. Wenn ich dran denke, wie vorsichtig ich bei Xenonauts vorgegangen bin, dann könnt ihr ja mal die ersten Folgen von meinem Xenonauts Let's Play anschauen. Das ist bestimmt auch schon lange her. Bestimmt 5 Jahre oder so. Aber da bin ich ja hingegangen und hab auf Iron Man gespielt. Und das waren über 100 Stunden oder so. Und das Spiel war leider nicht fertig genug für einen Iron Man Run, um das schon mal vorwegzunehmen. Oh. Ja, das ist der Typ, den ich ja schon kannte. Aber da bin ich am Anfang hingegangen, weil man da auch sehr, sehr schnell stirbt. Und hab da quasi ja immer nur ganz kleines Stückchen nach vorne gelaufen. Und wenn ich irgendwo hinter Gegner vermutet habe, dann habe ich da entsprechend erstmal die ganzen Wände und so weiter zusammengeschossen, um die Gegner damit quasi aufzudecken. Also wenn ich gedacht habe, hinter der Wand könnten Gegner sein, dann habe ich erstmal alle Leute irgendwo in Deckung positioniert und dann so lange auf die Wände eingeschossen, bis dann noch Krümel von übrig waren und die Gegner dahinter dann damit entblößt wurden. Das war auch ganz interessant. Da bin ich auch auf Xenonauts 2 sehr gespannt. Da hätte ich euch ja auch gerne schon einen Preview von gezeigt. Aber ich hatte da bei den Entwicklern nachgefragt und die meinten, naja, solange wie das noch intern ist, wollen sie da auch lieber keine Vorabversionen und so weiter auf YouTube sehen. Verständlich irgendwo, aber halt auch schade, dass ich da nichts zu machen kann.
Dann gehen wir mal weiter. Also wer da jetzt aber schon reingucken. Ne, ich weiß es gar nicht, ob man sich da reinkaufen kann. Ich glaube nicht. Ich habe es halt auf Kickstarter gebackt und deshalb irgendeine Vorabversion. So, dann. Ja, noch weiter nach vorne stürmen will ich eigentlich noch nicht. Also bleiben wir mal da vorne. What's our move? Moving fast. Nicht gut. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, wo die sind. Sehr weit hinten. Naja, ich kann meine Leute aber hier jetzt auch nicht gut in Deckung bringen. Naja, immerhin kann ich ordentlich overwatchen mit ein paar Leuten. Naja, ich werde einfach so tun, als wäre er nicht da. Dann overwatchen und aufs Beste hoffen. Kann der vielleicht noch auf Seite laufen? Ja. Dann kann der nämlich von da aus auch noch halbwegs vernünftig overwatchen. Und da müssen wir mal schauen. Taking point. Es kann jetzt aber sein, dass ich den aktiviert habe, der mich aber trotzdem noch nicht gesehen hat. Aber wenn, sobald er sich jetzt bewegt, ist es natürlich eh klar. Okay, mit dem Overwatch ich nicht. Gucken wir mal. Doof wäre natürlich, wenn er jetzt zuerst schießt und nicht läuft. Weil theoretisch könnte der meine Leute schon kaputt schießen, wenn der da ordentlich ins Gesicht schießt. Au. Der soll ruhig in meine Richtung laufen. Ah. Sehr schade. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir die jetzt kaputt bekommen. Reporting enemy contact. Naja. Ja. Drei Stück. Das wird schon ein bisschen kritisch. Der kann sowieso nur einmal schießen jetzt. Sauber. Okay, dann der kann aber ne, einmal kann der nur die werfen. Aber dann machen wir das auch. Kriegen wir damit eventuell abgelenkt. Der kann außerdem den da aufstellen. Naja, das lässt er dann. Der kommt nach. Ja, das ist jetzt schon fast zu erwarten eigentlich. Ah, sehr schön. Kann den Bohrer kaputt schießen, das macht aber natürlich überhaupt keinen Sinn. Okay, der kann dummerweise nur einmal schießen mit der Waffe. Ich glaube, der ging komplett vorbei. Ja, doof.
werfen. Kann einmal schießen. Und dann zieht er sich wieder zurück. Der kann leider nichts tun. Der kann, oder der kann zumindest hier auch nochmal. Ach, der kann ja gar nicht dahin sehen. Ne, Moment, das ist falsch. Das hier. Okay. I'm prepared. Ready. Der könnte von hier aus schießen. Ist ja auch eine interessante Position. Okay, machen wir das. Kann auch jetzt nur einmal schießen. Wow. Was habe ich denn da getötet? Der war was? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der eine Typ war doch tot, oder? Wie dem auch sei. Geben wir denen auf jeden Fall genug zu tun. Kann es sein, dass der meinem eigenen Dion die Rübe schießt? Okay, so, dann noch Overwatch. Aber die Chance, dass die jetzt... Na, da habe ich, dem habe ich vergessen, Dingswaffe zu geben. Die Chance, dass die jetzt meine Soldaten angreifen, ist doch verhältnismäßig niedrig. Da ist noch einer aufgestanden. Sehr schön. Mhm. Der andere darf auch ruhig nach rankommen. Mhm. Feuerchen da gelassen. Na, der ist nicht wirklich rangekommen. Ja, dann ist noch irgendwo wer aufgewacht. Ich hoffe mal, dass das nicht der Große ist. Jetzt macht es erstmal, wenn die beiden sterben. Ah, vielleicht ist das auch noch mehr als... Naja. Vielleicht ist das auch noch mehr als einer, der gerade aufgewacht ist. Steht der in Flammen? Okay. Move into coordinates. Let's just get this over with. Sauber. Und dann nehmen wir mal
probieren wir das. Und dann muss ich das Geschütz auch eigentlich schon wieder einpacken. Weil nochmal wird er da nicht schießen. Ach so, das war eigentlich unnötig. Kann ich eh mit denen kaputt machen. Das ist eh nur eine Sprengung, das ist schon okay. Oh, da habe ich einen anderen mitgetroffen, aber ist auch egal. Mit einem Angriff ist der eh tot. Was passiert denn, wenn ich mit denen durchs Feuer laufe? Okay, denen macht das Feuer nichts. Ja, da werde ich jetzt einfach voll nach vorne laufen. Eventuell finde ich ja jemanden. Aber anscheinend nicht. Ich muss ja noch irgendwen aufgeweckt haben. Na gut, dann gucken wir mal. Also den kann ich jetzt wieder einsammeln. Das Geschütz kann da nichts mehr erreichen. Zurückholen. Ja. Da müssen wir mal gucken, dass wir den einen Typen jetzt erschossen bekommen mit den ganzen Leuten hier. Aber das scheint mir etwas unwahrscheinlich, dass das geht. Ne, das lassen wir dann auch mal. Dann laufen wir alle nach links rüber. Und der wird dann entsprechend die Drohnen angreifen. Und dann nächste Runde stürme ich halt um die Ecke und erschieße den. Der sollte vielleicht nachladen. Ach so, das ist die Waffe, ist egal. Okay. Dann können wir hier noch machen. Der kann da eh nicht rausschießen, okay. Aha. Da ist einer nach vorne gekommen. Naja, das ist schon, das wird schon sehr doof mit ihren Schildern auf der Entfernung. Ich meine, die treffen halt kein Stück, aber der wird jetzt einen Nahkampf wahrscheinlich erledigen. Naja, auch nicht. Dann schießt er. Ne. Oh, da stand direkt einer neben denen. Okay, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Na. Hier gibt es halt nicht so wahnsinnig viele gute Positionen. Muss ich mal gucken, wie ich meine Leute hier überhaupt aufstelle. Was? Der kann den angreifen. Mach mal erstmal den. Das Geschütz aufstellen macht, glaube ich, keinen Sinn. Der muss
gleich weglaufen, also kann er noch einmal schießen. Mhm. Den... Da weiß ich nicht, ob das Sinn macht, da hinzuschießen. Naja, probieren wir. Kaputt, wunderbar. Jetzt wird der rüberlaufen. Ist der wach? Oh ja, er ist wach. Auch nicht so optimal. Okay, aber der muss trotzdem hier rüber. Ready, here comes the Phoenix. What's our move? Das heißt, den können wir jetzt ohne Probleme schießen. Enemy killed. Die dahinter, die sind allerdings nicht zu erreichen. Laufen wir mal mit denen nach vorn. Der kann aber von hier noch nicht mal jemanden von denen treffen. Naja, wir könnten halt einfach mal gucken, dass wir noch weiter nach vorne kommen mit den ganzen Leutchen hier. Naja. Oh. Naja, der lebt natürlich da schon. Oh, 4. Der lebt natürlich da schon gefährlich. 5. Naja, ich hab's mir anders überlegt. Der geht, bleibt in Deckung. Der kann von da aus leider auch nichts treffen. Sollte er noch sicher sein. Der könnte von da aus schießen und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Position. Naja, der könnte allerdings nur schießen, wenn er noch Willenskraft hätte. Doof, okay. Dann gehen wir weiter nach vorne. Naja, ich meine, die können ja einfach dann runterspringen. Executing. Spinnenarmee. Ja. So. Do we have a plan?
I'm listening. I'm prepared. Here. I'm ready. Da können wir einmal overwatchen. I was born ready. Aber mehr geht auch nicht. Ja, der Gegner wird nicht so weit rankommen, dass er die angreift. Das lässt sich hier im Interface leider auch verhältnismäßig schlecht sehen, wer noch... Also eigentlich gar nicht sehen, welche Spinne noch sich bewegen können. Die anderen sind alle frisch. Okay. Ja, das könnte jetzt noch ein bisschen umständlich werden. Sehr schön. Sauber. Naja, scheint die Spinne aber jetzt nicht getroffen zu haben. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Ja, ich glaube, den muss ich schon sprengen, so gut wie es geht. Bein. Okay. Naja, viel kommt da halt nicht bei rum. Ich habe halt keine Wahl. Oder ich könnte darauf hoffen, dass die Spinnen den so lange ablenken, bis der Rest erledigt ist, aber... So, damit habe ich ja auch schon mal die maximalen Trefferpunkte von dem reduziert. Jetzt gucken wir mal, dass wir die auch noch von der anderen Seite wegsprengen. Setzen wir dem auch direkt neue hin. Moment, der kann doch auch Geschütz werfen. Das macht jetzt... Ich weiß nicht, ob das Geschütz überhaupt runterschießen kann. Ich glaube, das konnte es nicht. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Naja, und dementsprechend ist jetzt die Aktion, das da hinzuwerfen, entweder komplett sinnlos oder nicht. Machen wir mal das. Der kann nochmal danach. Okay, dann... probieren wir das.
Vom Großen kann der anscheinend nicht getroffen werden. Dann gehe ich hiermit aber auch nochmal weg und in Sicherheit. Ah, hier, den können wir auch noch... Versuchen wir, dem die anderen beiden Beine auch noch zu sprengen. Das wäre schon noch sehr schön, genau. Da hat er nichts mehr, der muss also das machen. Das war ja mal gar nichts. Der hat auch da nichts mehr. Wir können auch von hier schießen. Ja, der wird leider auch nicht besser treffen. Der scheint hier meine eigenen Viecher kaputt zu schießen. Ja, das war ja mal nix. Okay. Der nächste. Aiming. Ja, das ist leider für Armbrustschützen viel zu weit entfernt. Da hat er einmal getroffen. Der sich auch eigentlich sparen können. Receiving. Ja, wir müssen den Großen angreifen. Ich kann leider den Kopf nicht treffen. So. Und die müssen sich aber hier um den kümmern. Na, ist ja super. Puh, machen wir erstmal den. Moving. Der hat zumindest sein Schild nicht aufstellen können, weil er betäubt war. Ja, der muss auf jeden Fall jetzt sterben in der Runde. Mhm. I'm ready. Ja, dann sollte das jetzt auch passen. Aiming. Wunderbar. Ich glaube, da ist auch schon Feuer. Okay. Zurück. Der kann nicht mehr schießen. Die können auch sonst nichts mehr machen. Die werden nicht mehr interrupten können. Da haben wir noch ein paar neue. Dann werde ich da noch die nicht explodieren lassen, aber einfach nur so als Ablenkung hinschicken. Ich weiß nicht, wie viele Aktionspunkte der überhaupt noch hat. Wenn die Beine deaktiviert sind, ich weiß nicht, was das an, ob das die Laufgeschwindigkeit reduziert oder die Aktionspunkte insgesamt reduziert. Die Laufgeschwindigkeit mit Sicherheit. Da haben wir noch einen. Zwei, die hier. Ich will es dem auch nicht zu einfach machen, da dran zu kommen und die kaputt zu schlagen.
Ich könnte halt alle draufschicken zum Sprengen, das will ich aber nicht. Der soll sich auf jeden Fall bewegen, auch damit er einfacher dann zu killen ist. Und die lasse ich jetzt einfach so stehen. Ja. Meine Leute haben alle gezogen. Overwatchen brauche ich nicht, weil die alle nichts erreichen können. Und ich bei dem das Ding vergessen habe. Dann schauen wir mal. Na, schade. Null Schaden. Interessant. Also sind die komplett gegen Feuer immun und durch den unkaputtbar. Na, der hat noch seinen Kopf und kann theoretisch schießen. Glaube ich. Ja, treffen kann er trotzdem nichts. Ich muss den hier aber auch zerstören. Hat er auch keine Ammo mehr. Das heißt, der kann maximal noch zweimal schießen. Der hat aber auch hier keine Willenskraft mehr. Er kann also noch einmal schießen. Und der kommt aber auch nicht in den Winkel, wo er den angreifen kann. Also kann er gar nicht schießen. Hm. Also muss ich den hier wahrscheinlich wüten lassen. Hm. Dann werde ich den doch sprengen. Ah, der könnte auch. Der hat aber. Er könnte sich danach nicht mehr in Sicherheit begeben. Der muss von hier aus irgendwas angreifen. Auch wenn das jetzt nicht super effizient war. Ja, ich glaube, der Kampf wird durch Spinnen entschieden. Die Gruppe ist nicht unbedingt ideal dafür hier. Eyes peeled. Sauber. Schuss ins Blaue sozusagen. Ja, der sucht sich hier unten eine bessere Position.
super treffen kann er da zwar auch nicht. Naja, komm, schieß noch einmal und dann lauf wieder zurück. Ja, 14 Schaden an den Schild, das ist albern. Und mehr machen die anderen auch nicht. Das ist eine Brenngranate. Naja, komm, werfen wir mal dahin. Und den können wir da sprengen. Der wird sich auch eine bessere Position suchen. Ja, der ist natürlich weiterhin ein Problemchen. Die sind jetzt hier dummerweise so ein bisschen gebunden. Ich werde mal hier overwatchen. Vielleicht läuft er denen da rein. Vielleicht greift er die jetzt da aber auch an, weil der da sehr offen steht. Ja, aber ich muss versuchen, den da jetzt möglichst abzumurksen. Let's go. Mhm. Okay. Ach so, dann können wir noch Spinnen schauen. So, die dürften noch nach vorne laufen. Geben wir denen ein bisschen was zu tun. Da können wir sprengen. Schaden. Und den lassen wir auch ein Stückchen laufen. Und die anderen sind alle frisch. Ja, okay. So, der wird jetzt eigentlich mit am interessantesten. Okay. Okay, greift eine Spinne an, hat daneben geschossen. Dummerweise ist die Position von ihm jetzt noch immer so schlecht für mich, dass ich da auch nicht viel machen kann. Oh, der ist doch gestorben. Der weiß nicht so recht, was er machen soll. Daneben. Okay, so. Mit dem kann man jetzt zumindest mal angreifen, dachte ich. Wohl nicht.
Naja, er kann zumindest bewegen, schießen und wieder zurück. Focus. 315, weil er jetzt auch aus dem Stealth kommt. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir den. Moving in. Werfen. Naja, wenn der Wurf schlecht ist, dann braucht er nochmal 2 Punkte, um die wieder einzupacken. Das ist halt doof. So. Ja, was machen wir mit dem? Jetzt stehen hier meine Leute alle da rum. Können quasi nichts tun. Ich könnte versuchen, den da zu sprengen. Ich bezweifle aber, dass die dafür genug Schaden machen. Ja, und der Schild, der steht ja auch mir zugewandt. Also es macht keinen wahnsinnigen Sinn, da mit einer Armbrust drauf zu schießen. Die hier müssten was tun, aber die können nichts tun. Wir haben, doch, der hat ein Schild getroffen, wunderbar. Ja, dann machen wir das so. Dann kann der von da auch noch schießen. Kann eh nur einmal schießen. Sauber. Kopf zerstört, das heißt, der kann noch nicht mehr schießen. Ready. Der kann anscheinend von da aus nicht schießen. I'm getting there. Have to focus. Sauber, okay, dann können wir den auch sprengen. Probieren wir. Ach, da geht noch mehr. Okay. Umgefallen. Dann. Der ist nicht ins Feuer gelaufen. Das Feuer hat sich ausgebreitet, glaube ich. Dann sprengen wir den auch. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich den auch so hinstellen, dass wir beides erwischen, aber es ist vermutlich eher unwahrscheinlich und dann stehe ich da und treffe gar keinen. Naja, machen wir den auch noch da drauf. Oh, der hat das Feuer aber weggesprengt. Seltsam. Okay, aber viel hat der nicht mehr. 30, eventuell stirbt er auch direkt jetzt. Der wird jetzt einmal schießen und wieder weglaufen. Sauber. Zweimal schießen und weglaufen. Ah, okay. Weglaufen. Let's go. On it. Almost. Aiming. Nochmal. Ne. Okay, das waren sie. Ne, da haben wir noch einen. I'm on the move. Ready to engage. Ne, das war der Schild.
Wieder zurück. Okay, der kann nicht. Der kann overwatchen. Das ist halt ein falscher Treffer von denen. Und es ist vorbei für mich. Ready. Okay, den habe ich verplant, das Betäubungsding zu geben. Okay. Mhm. Okay, der hat keinen Laser mehr. Das heißt, der weiß nicht mehr, was er tun soll. Aha, die anderen wussten anscheinend auch nicht so recht, was sie tun sollen. Gucken wir erstmal, dass wir den Kleinen umgeschossen bekommen. Ach, der ist umgefallen. Ja. Okay, wunderbar. Eine Spinne habe ich nicht mehr zum Spähen. Oh, der steht aber jetzt auch gefährlich. Alles im Fackeln da. Muss nachladen. Da hinten den kriege ich aber nicht. Ich meine, die kriegen ja jetzt eh Schaden durch die Suppe. Müsste ich doch eigentlich nur abwarten müssen. Gut, den da hinten, da wird halt nichts passieren. So. Habe ich getroffen? Glaub nicht. Die sollten auf jeden Fall von dem Feuer wegbleiben. Mhm. Kann aber nicht treffen von da. Von hier anscheinend auch nicht. Mhm. Zurück. Ja, der kann leider nur von der Position treffen, wo er danach aber noch schlecht wegkommt. Ich meine, der hat halt diese Fähigkeit hier noch. Aber das mache ich nicht, das ist mir zu riskant. Der wird einfach overwatchen und aufs Beste hoffen. Und das macht der dann auch. Wir könnten auch eine Granate werfen. Der brennt aber doch eh, oder? Nee, ich glaube, der brennt nicht mehr. Okay, dann werfen wir da die Granate hin. Mhm. Here we go. Ready. Der könnte noch den da hinstellen. Den Schild getroffen mit 4 Schaden. Ich glaube, das kann ich sein lassen. Das macht keinen Sinn. What's our plan? Ja. Mhm.
Der nimmt weiter Schaden. Oh. Der hat Feuer ausgemacht. Der, das, was geschrien hatte, das war nur mein... meine Attrappe. It worked, jo. Da ist nicht mehr viel übrig. Versuch mal, dem mit den Rest zu geben. Ne? Do we have a plan? I'm getting there. Moving to coordinates. Okay. Und den da hinten, den sehe ich nicht mal mehr. Wie viel hat der noch? 65, also mehr als die 14. Da kann der einmal schießen und wieder weglaufen. Ist jetzt auch nicht super. Das ist der falsche. Ich glaube, da hätte ich woanders hinzielen sollen. Der wird jetzt aber wahrscheinlich... ja, der wird eh sterben. Also wir müssten jetzt... oh, das Feuer ist auch weg. Dann können wir uns für den jetzt auch eine bessere Position suchen. Ich werde den trotzdem töten, sicherheitshalber. Damit da jetzt nichts mehr passiert. Mhm. Ja, die brauchen noch trotzdem alle eine bessere Position. Jo. Okay, das könnte jetzt vielleicht sogar für mich vorteilhaft gewesen sein. Ich glaube, da ging einer gegen den Schild. Der Ball hat jedenfalls jetzt seine Waffe leer. Ich glaube, ich habe auch gar keine Ersatzmunition mehr dafür. Da ist mir die... sind mir die Technikteile für ausgegangen. Ah. Der hat keine Munition mehr, der kann weglaufen. Dann versuchen wir den mit dem jetzt umzuballern. Da ist was fliegen gegangen, aber das war nicht von ihm. Können wir leider nicht treffen von hier aus. Ja, nächste Runde ist er schon ziemlich tot, der Gegner. Aber jetzt ist hier erstmal nicht viel zu tun. Ja, die können da stehen bleiben, das macht eh keinen Unterschied.
Naja. Im einen von dem ist eine Entdeckung. Jetzt müssen wir mal schauen, dass ich den noch wirklich tot bekomme. Moving. So. Gotcha. Mhm. Der steht da jetzt so doof, dass der den gar nicht angreifen kann. Ja. 5x5. Advancing. Der aber. Identifying target. Hostile down. Okay, ja, das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert hier, aber trotzdem unbekommen. Ohne getroffen zu werden, glaube ich. Ja. Und da fehlt zumindest nicht mehr wahnsinnig viel. Bis zu 7. Bei dem einen. Bei den anderen. Das dauert wahrscheinlich doch noch. Ja, diese Trainingsdinger, die sind schon nicht verkehrt in den Basen. Also auf Stufe 7 zu kommen, ist schon ein gutes Stück. So, das ist also erledigt. Dann wäre als nächstes die Mission im Südpol zu erledigen. Wir haben halt nichts mehr, um hier den ganzen Kram nachzurüsten. Da habe ich jetzt extrem viel verballert. Die müssen jetzt da... Ne, das sollten die von Kanada aus machen. Die sind näher dran, wenn sie dann da mal hinkommen. Jetzt würde ich sagen, die können ja noch irgendwo zum Handeln hinfliegen, aber da ist gar nichts. Ach genau, die müssten das hier jetzt erledigen. Die fliegen dahin zurück. Ja, nach Hause. Aber die müssen auf jeden Fall, bevor sie da hinkommen, müssen wir irgendwoher Technik bekommen, um die Munition aufzufüllen. Weil die sind ohne diese Spinnendinger doch ein bisschen aufgeschmissen. Naja, ich wüsste aber jetzt auch nicht. Die haben 8000 davon, das ist ja schön, ich brauche aber... Die haben das, aber tauschen. Doch, haben das. Ja, weil ich die damit schon zugemüllt habe. Das hat niemand im Angebot. Ich gehe die jetzt mal alle ab. Beziehungsweise, ne, das müsste ich schon jetzt machen, weil ich da meine Schiffe ja auch hinschicken muss. Eins. Da sind 138. Wir könnten hier einen kleinen Umweg fliegen. Sechs und fünf. Fliegen die dahin. Kaufen hier mal ein bisschen was ein. Weil ohne Technik... Und ohne die, ja, ohne dass ich da neue Munition herstellen kann, ist es ein bisschen doof. Aber da ist halt nirgendwo mehr Zeug. Da, die haben 130. Aber da habe ich jetzt auch niemanden in der näheren Umgebung. Den, aber der braucht auch wieder Ewigkeiten, um da hinzukommen. Da sind 52. Okay. Den könnten wir... Wenn das wieder voll ist, rüberschicken. Also da sind 52, hier sind 100. 132. Wir haben aber niemanden... Ich könnte den halt da rüberschicken.
Ja, oder ich lasse das. Ich meine, der braucht Ewigkeiten, um da rüber zu fliegen. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem das wert. Ich brauche das Zeug halt einfach. Hier sind auch nochmal 145. Naja. Oder ich lasse den darüber fliegen. Da habe ich gerade schon geguckt. Ne? Null. Null. Die sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Die brauchen nicht lange, aber... da ist... Nee, ich muss das mit dem machen, auch wenn er Ewigkeiten braucht. Also lässt der das dann beim nächsten Mal sein, hier. Wir haben ja noch einen, der das abarbeitet mit den... Nee, die Kristalle sind schon das, was jetzt am wenigsten da ist. Acht und auch am wenigsten reinkommt. Den müssen wir da lassen. Dann muss ich wahrscheinlich den hier losschicken, dass der das einsammelt. Aber das lassen wir erst noch einmal voll werden. Also, der ist jetzt hier gleich in die Antarktis. Das dürfte die Endmission davon sein, denke ich. Wird aber dann auch entsprechend kompliziert, wenn wir die Leute da nicht gescheit auffüllen können. Da muss ich eventuell mal schauen, dass ich Sachen einstampfe, um an Material zu kommen. Das machen wir auch jetzt direkt mal. Produktion. Gegenstand verschrotten. Und dann gucken wir mal, was wir denn hier verschrotten können. Was ich auf jeden Fall nicht mehr benutzen werde. Das ist Standardgewehr, das brauchen wir nicht mehr. Verschrotten. Dann... Ach, muss man da zweimal klicken? Ich will ja nicht produzieren, ich will das auch verschrotten. Muss ich da jedes Mal... Ja, muss ich zweimal klicken. Ich kann nicht zwei gleichzeitig verschrotten, das ist ja scheiße. Okay. Ja. Verschrotten. Ja, ich will das eine Gegen-Item verschrotten. Jetzt darf ich das andere da reinschicken. Ja. Ja, das ist schon doof gemacht. Ja, okay. Dann. Phoenix Sturmgewehrmagazin. Da konnte ich jetzt beide rein. Ne? Watcher AT, da bin ich mir jetzt nicht sicher, was das war. Gauss-Geschütz von New Jericho. Kann sein, dass ich das noch benutze. Raven. Panzerbrechende Scharfschützenmunition. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, das ist Quatsch, aber... Treibstoff... Unterwerfer... Da muss ich sogar noch erforschen, brauche ich mehr von. Das ist die... Schrotflinte. Die brauchen wir... Die benutze ich sowieso nicht, die kann weg. Die benutze ich... Aber vier Stück brauchen wir davon nicht. Aber das ist bescheuert, dass man die nur verschrotten kann, wenn man genug Materialien hat, um die zu bauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist ja mal Quatsch. Spross von Charur. Donnerbüchse von... Okay... So, die gehen alle weg. Ich glaube, das Interface ist jetzt auch nicht... Ja, es ist einfach komplett verwirrt. So, Erlöser. Das ist echt mal... Also dieses Menü hier ist auf jeden Fall nicht so besonders. Da kann man es besser vom Inventar aus machen.
Verschrotten, ja. Und dann muss ich hier wieder hin und her. Und dann kann ich das nächste verschrotten. Den nächsten Erlöser. Ja. Das mache ich jetzt hauptsächlich. Wir brauchen nur einen Erlöser, der noch übrig ist. Das mache ich jetzt hauptsächlich, um in der nächsten Mission die Leute direkt mit Munition auszurüsten, weil das wäre ein bisschen doof, wenn ich da eben keine Munition für hätte. Da kann ich auch nur eins von reinsetzen. Das ist doch bescheuert. Ja, will ich. Und das hier geht schon nicht mehr. Das Interface ist im Eimer. Okay, wir haben 32. Das ist nicht viel, aber könnte zumindest fürs Gröbste reichen. Wir haben außerdem 9 mal die Betäubungspistole. Das ist auch Unsinn. Ja, 8 mal müssen wir schon haben. Wobei 8 mal jetzt immer noch wahrscheinlich zu viel sind. Wenn ich die jetzt denen den Kram wegnehme. Die haben ja auch noch die Pistole an. Und dann haben wir wahrscheinlich weit über 10. Immerhin brauche ich ja für diese super neuen Snipers nichts mehr. Also an Munition bauen. So, das war der Flieger. 6, 5. Hier ist halt auch schon die Munition nicht mehr da gewesen für die Sniper Rifle. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Das ist, glaube ich, einfacher. Also wir nehmen die... Jetzt hat er wieder alles markiert. Hier haben wir 10 Stück von. Zum Verschrotten, ja. Und hier können wir das auch einstellen. Also das Menü ist schon besser als das andere. Ja, verschrotten. Und dann gucken wir hier nochmal drüber. Aber ich glaube, da ist jetzt nichts mehr. Das hier nennt sich Laser-Autoturm. Auto-Gauss-Geschütz. Mech-Arm-Energiepaket. Ich glaube, die brauche ich schon, aber bin mir nicht sicher. Gauss-Scharfschützengewehr, das brauche ich nicht. Und ich glaube, das brauche ich auch nicht, weil ich ja das hier benutze. Laserpistole, das ist doch dasselbe, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich lasse das mal so. Ja, wir haben auf jeden Fall 87. Ich hoffe mal, dass das reicht, um dann bei der nächsten Gruppe die Munition aufzurüsten, wenn das Newbie-Team dann beim nächsten Mal da ankommt. Ich mache jetzt mal so weit, dass die da sind. Kristallarmbrust ist auch fertig. Das heißt, wir können da auf jeden Fall auch mit einer Armbrust weniger los. Also eine Armbrust-Munition weniger. Unsere Aktivisten sind an der antidiluvianischen Ausgrabungsstätte in der Antarktis angekommen. Wir müssen herausfinden, wie die Symes-Expedition vorgegangen ist und Beweise finden, Doppelkomma, wie die antidiluvische Proto-Zivilisation das Pandora-Virus besiegt hat. Hier sagen sie antidiluvianisch und hier sagen sie antidiluvisch. Da habe ich mich auch schon mal gewundert, also dass das... Hä, hieß das denn immer antidiluvisch? Nee, die haben das einfach durcheinander geworfen. Okay. Sind aber beide angekommen. Okay. Ja. Also...
Das, achso, und der hier ist jetzt hier gerade fertig geworden. Den müssen wir gerade noch wegschicken, damit ich das nicht vergesse. Und, ja, worum er fliegt? Also, wir hatten hier oben irgendwo was. Dann war das der hier. Dann fliegen wir da als erstes hin. Oder wir fliegen hier als erstes hin. Weil wir da oben auch noch irgendwo Zeugs abbauen können. Und da ist nichts. Ja, machen wir das so. Wobei doch, da ist auch noch was. Ne, das ist ein Verarbeitungsort. Da steht auch wieder kontrollieren. Aber das ist doch schon meins. Ja, das ist auch, naja. Okay, wir fliegen dahin und machen das als erstes. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann, ja, diese auf in die Antarktis anschauen. Da bin ich mal sehr gespannt, was das dann für eine Mission wird. Also, schauen wir beim nächsten Mal uns diese Mission an. Neue Folgen immer samstags und sonntags. Ich danke fürs Zuschauen und sagt ciao und bis zum nächsten Mal.